Oh Mann, hab ich einen Hunger und dieser Käse, der mieft jetzt mittlerweile schon. Der liegt da auch schon ungefähr, ich glaube ein paar Monate liegt der da schon rum. Freunde, das ist gar nicht gut. Und der Kuchen ist noch nicht fertig. Spaghetti, hast du was zu futtern? Wo ist denn Spaghetti? Hi, mein Freund, hast du irgendwas zu essen für uns noch übrig oder sowas? Dürfen wir mal in deine Food Bowl gucken, in deine Futterschale? Ich guck mal rein, ob ich da irgendwas Leckeres finde. Verrottetes Fleisch. Spaghetti, verrottetes Fleisch ist nichts für mich, aber ich gebe dir auf jeden Fall was ab. Ich sehe, guck mal, mein Freund, hier, so, zack, da hast du mich wieder ganz dolly. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kirsche am Baum und die wird hoffentlich eine ganze Weile reichen. Ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer freshen neuen Folge von Minecraft Haus, yeah, yeah. Ja, Ladies and Gentlemen, Schinken ist da schon wieder oben und will irgendwie aus dem Fenster springen. Ich weiß nicht, was ich falsch mache mit diesem Schwein. Das droht die ganze Zeit, sich hier irgendwie die Beine zu brechen, wenn es runterfällt. Aber irgendwie streckt es ja auch unseren Hintern gerade uns entgegen. Ne, Schinken, mein Freund, ich weiß nicht, was los ist mit dir, keine Ahnung. Aber eigentlich habe ich dir nichts getan. So, Freunde, wir werden jetzt erstmal... Was ist denn das hier vorne? Was ist denn das hier? Hier ist ein Buch. Sehr geehrte Easy Cheesy, vor einigen Tagen wurden Sie dabei gesehen, wie Sie die Straße überquert haben, ohne zu gucken? Das kann doch gar nicht sein. Dieses Verhalten verstößt gegen die Verkehrsordnung der Stadt. Sie werden hiermit aufgefordert, am Auffrischungskurs an der Stadtschule teilzunehmen. Er findet heute Nachmittag statt. Die Stadtverwaltung. Oh nein, Spaghetti. Ich habe noch niemals vergessen, über die Straße auf die Straße zu gucken, nach links und rechts, wenn ich über die Straße gegangen bin. Das sieht mir doch überhaupt nicht ähnlich, Freunde. Ich guck doch immer, wenn ich über die Straße gehe. Ich würde doch niemals so über die Straße laufen. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, wir müssen am Auffrischungskurs in der Schule teilnehmen. Spaghetti, weißt du überhaupt, wo die Schule ist? Ich weiß nicht mal, wo die Schule ist, Freunde. Wir müssen irgendwie... Du, Schinken, ist am Tanzen. Yeah, Schinken, komm, wir machen eine kleine Party. Yeah. Aber, Freunde, wir müssen die Schule finden. Wir müssen die Schule finden, bevor es Nachmittag ist, weil wir jetzt verpflichtet werden, hier irgendeinen komischen Auffrischungskurs zu machen. Entschuldigung, Sir, können Sie mir eventuell sagen, wo es hier zur Schule geht? Weil ich bin natürlich ein braver Schüler und so, wissen Sie? Nein, Sie können nicht mit mir reden, weil Sie gar kein Mensch sind. Ach, Entschuldigung, ich habe Sie irgendwie verwechselt mit jemandem. Wo finden wir denn jetzt die Schule, Leute? Kannst du mir das sagen, kleines Einhorn, wo es zur Schule geht? Willst du mir verraten, wo ich lang muss? Da vorne, da ist doch die Information, da ist nicht die Schule. Und die Hühner... Oh, hier ist ein Schild, Freunde. Okay, hier vorne geht's zur Schule, lassen wir die Hühner mal... Oh nein, wir müssen jetzt auf der Straße laufen, ne, Freunde? Wir dürfen nicht nochmal irgendwie über die Straße laufen und die Straße überqueren, ohne dass wir irgendwie nach links und rechts gucken. Ansonsten dürfen wir den Kurs gleich noch einmal machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier ganz ordnungsgemäß auf dem Parkplatz entlang und müssen jetzt in die Schule rein. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Okay, wir werden jetzt hier einfach mal unsere Schleimschleuder benutzen. Oh mein Gott. Okay. Kein Problem. So, zack, und wir sind wieder oben. Ja, Leute, das ist, das war natürlich geplant hier. Aiden, was machst denn du da, du Vogel? Hä? Wieso sitzt denn du da auf Eier? Hä? Was machst du denn da? Warum sitzt du da auf den Eiern rum? Warum sind hier so viele Körbe mit Eiern oder sowas? Magst du das mal irgendwie mir, was? Ich brüte, siehst du doch. Brütest Eier aus, sei froh, dass du die mit deinem dicken Hintern nicht zerquetscht, die Eier. Die platzen sonst noch. Immer im Ernst, Aiden. Okay, Aiden brütet hier Eier aus. Ist hier die Schule? Weißt du, ob die Schule, ist das da die Schule? Weißt du, ob das hier die Schule ist, Aiden? Komm, rede mit mir. Lass mal die Hühnereier hier Hühnereier sein. Oder vielleicht sind sie auch deine, die du irgendwie ausgebrütet hast oder sowas. Keine Ahnung. So, wir gehen mal hier. Aiden, kommst du mit? Kommst du mit? Kannst du mir bitte sagen, ob das die Schule ist? Was machst du eigentlich hier? Ich verstehe gar nicht, warum du hier rumsitzt. Okay, Freunde, wir gehen mal selber schauen. Eigentlich könnte das hier oben tatsächlich die Schule sein und sieht auch sehr, sehr danach aus. Da vorne sitzt jemand. Guck mal, da sitzt eine Frau mit lila Haaren. Die hat hier so ein Blatt in den Haaren. Das ist voll schön. Warte mal, so, zack, hier, das machen wir auf. Wer bist du denn? Hier sind ganz viele Autos und Günther R8. Günther ist hier an so einer Leine. Vergiss es, Günther. Sei frei, Günther, lauf in die Freiheit mit dir, genau, Aiden, pack mal Günther hier, dass der hier irgendwie weglaufen kann und sowas. Wir schauen erstmal weiter, ich denke, das ist auf jeden Fall die Schule. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt mal hier rein in die Schule. Oh, da sitzt jemand, kommt Aiden mit? Musst du auch? Muss Aiden auch den Kurs machen? Ich weiß nicht, sonst wäre der ja eigentlich nicht hier. Hallo, Ma'am. Sie haben ein sehr, sehr lustiges Gesicht, aber können Sie mir vielleicht sagen, und zwar muss ich und ich glaube auch der liebe Aiden, ja, hallo,
wir müssen einen Auffrischungskurs machen, weil wir sind leider irgendwie über die Straße gegangen, ohne nach links und rechts zu gucken. Und wir, naja, wir sind so richtige Bad Boys und Bad Girls und von daher ist es eigentlich unsere Mission, aber wir müssen jetzt doch diesen Kurs machen. Also, okay, folgen Sie mir. Jojo, ich folge Ihnen. Aiden, guck da, was macht der da? Was macht der da? Ich weiß es nicht. Leute, okay, keine Ahnung. Ich folge Ihnen. Aiden macht irgendwas. Er weiß, Sie haben echt ein sehr, sehr schönes Outfit an für eine Lehrerin oder Sekretärin. Ich weiß nicht, was Sie machen, Ma'am. Aber okay. Ja, vielen lieben Dank. Sollen wir jetzt... Der Lehrer kommt gleich, wartet hier. Ja, kein Problem. Okay, wir setzen uns hier ordnungsgemäß. Oh, hier ist ein kleines Schweinchen, voll süß. Okay, wir setzen uns hier vorne hin. Aiden, wir müssen jetzt mal hier eine Stunde lang brav sein. Verstehst du mich? Ist es der... Okay. Aiden denkt sich so... Er setzt sich auf das Bücherregal von mir aus. Wir sind natürlich brave Schüler. Wir bleiben hier vorne. Was machst du denn da? Wieso legst du dich hin? Wir müssen aufpassen. Aiden, gleich kommt der Lehrer. Wir müssen hier in der Schule was lernen. Wir sind ja schließlich kleine Verbrecher. Wir sind nämlich bei Rot über die Straße gelaufen oder so. Nicht mal bei Rot. Wir sind einfach nur über die Straße gegangen, ohne zu gucken. Oh mein Gott, das ist Lehrer. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Hallo, Herr Lehrer. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Wir sind mal still. Ich höre Ihnen mal zu. Sie haben bestimmt einiges zu erzählen. Ja, Sie gucken mich irgendwie so an. Irgendwas will der von uns, Freunde. Ich weiß es nicht. Wir sollen hier wahrscheinlich lernen. Okay, ich lerne schon. Ich lerne. 2 plus 2 ist gleich F-I-S-H. Okay, was haben wir da? Da ist irgendwie so ein komisches Zeichen. Und da ist noch irgendwas. Was soll das alles heißen? Und da ist so ein Strichmännchen. Das verstehe ich schon viel eher. Ach, Leute, der ist irgendwie... Komm, der ist doch langweilig, ey. Ich setze mich mal eine Reihe zurück. Aiden ist schon voll am Pennen da oben. Was war das denn gerade? Aiden hat mir gerade ein Bett... hat mir gerade ein Bett gegeben, damit ich auch schlafen kann. Weißt du was? Ich glaube, der Lehrer redet eh nur die ganze Zeit mit seiner Tafel. Das mache ich jetzt einfach. Ich stelle mir einfach hier so... Warte mal, können wir das denn hier so... Zack, ein Bett hin. Und dann werden wir auch einfach mal eine Runde hier schlafen. Piu! Ha! Oh, Aiden, ich hab gerade so schön geschlafen da. Aber wo ist denn der Lehrer hin? Oh nein. Oh nein. Ich glaube, Leute, es ist Nacht. Es ist Nacht geworden. Wir sind in der Schule. Und es ist Nacht. Ich war noch nie so lange in der Schule. Ich mag das eigentlich gar nicht, so lange in der Schule zu sein. Okay, lass uns schnell nach draußen. Lass uns ganz schnell wieder abhauen hier. So, und wir kommen nicht nach draußen, Aiden. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir können gar nicht nach draußen kommen. Die Türen sind zu. Die haben uns eingeschlossen. Was hast du da, eine Angel? Hä? Wozu brauchst du denn jetzt eine Angel? Kannst du mir das mal erklären, wozu du jetzt hier... Ach Mensch, Aiden, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch hier irgendwie nach draußen kommen. Ich habe das Gefühl, dass man es von draußen beobachten kann oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich... oh mein Gott, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh Gott, schnell runter. Okay, Aiden, Aiden, bist du unten, bist du unten? Setz dich, okay, okay, wir legen uns hin, wir legen uns hin. Da ist jemand. Hast du das... Hier läuft jemand lang. Wo ist diese Person? Da oben, da oben, da oben. Pass auf, pass auf, pass auf. Sieht er uns? Nein, der hat ein Bier in der Hand. Der Security-Mann hat einfach ein Bier in der Hand. Wieso läuft... Wo ist denn der hin jetzt? Er läuft da wieder lang, okay. Er geht nach oben. Ey, der ist nach oben gegangen. Er ist nach oben gegangen. Was sollen wir denn jetzt? Hör doch mal auf mit der Angel. Hör auf, mich hier irgendwie zu angeln oder sowas. Jetzt ist mal gut. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen irgendwie rauskommen. Okay, lass uns hier... So ein bisschen, wir können uns hier... Genau, wie schaffst du das mit dem Kriechen? Warte mal, wie kommen wir denn hier? So, okay, okay, lass uns hier einfach lang kriechen oder sowas. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Wir kriechen jetzt mal hier unten lang. Oh mein Gott, da ist er, da ist er, da ist er. Aiden, pass auf, pass auf, pass auf, da oben war er. Hast du ihn gesehen? Okay, Leute, was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Hast du eine Idee, wie wir am besten rauskommen sollen? Da ist der Security-Mann. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja oben ein Ausgang oder so. Lass uns mal nach oben gehen. Wir schauen mal. Wir schauen mal kurz nach oben. Ich hoffe nicht, dass er irgendwo oben ist und uns gesehen hat oder sowas. So, warte mal. Oh, da ist jemand. Ich glaube, da oben ist er. Freunde, ich gucke gerade im F5-Modus. Ist er da? Nein, das war nur ein Blatt. Das war nur ein Blatt. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Freunde, wir wären jetzt hier. So. Okay, Hechtsprung hier hinter die Stühle. So, okay, okay, okay. Hier sind wir sicher. Aiden, bist du bei mir? Bist du irgendwo bei mir? Freunde, wo ist Aiden? Ich glaube, oh, das kriegt er, okay. Alles cool, Leute, alles cool. Wo ist der Security-Mann? Ich sehe ihn nicht. Ist er in unserem Klassenzimmer? Lass uns mal schauen gehen. Nee, hier ist er auch nicht. Der muss ganz oben sein, Aiden. Der muss entweder ganz oben sein oder hier in der kleinen Bibliothek oder sowas. Hier vorne? Nein, hier ist niemand. Hier ist niemand. Oh mein Gott, hier ist ein Glas. Hier ist Bier. Hier ist Bier. Er war hier. Er war hier, Aiden. Er war hier.
Oder ist er? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Pass auf, pass auf, pass auf. Er ist da, er ist da. Okay, jetzt lass uns nach oben. Ganz schnell nach oben. Ganz schnell nach oben, ohne dass er uns sieht. Bist du da, bist du da, bist du da? Okay, okay, okay. So, wir sind oben, wir sind oben. Aber wir müssen einen Ausgang finden. Guck mal, ob hier irgendwo, ob man hier irgendwo rauskommt. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier irgendwie hochkommt. So, die Lampe an. Hä? Brätst du dir da gerade Speck? Brätst du dich da gerade... Wieso... Ach Gott, Leute, Elton brät sich da gerade Speck oder sowas. Ich weiß es nicht, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen hier rauskommen, schnellstmöglich. Geh weg, meins. Als ob ich dir Speck weg esse. Sehe ich aus, als würde ich Speck essen. Ich meine, Leute, das kann doch nicht... Oh nein, da ist er. Elton, pass auf. Der Security-Mann, da war er gerade. Ich habe ihn gesehen. Elton, hat er dich gesehen? Ich hoffe, er hat ihn nicht gesehen. Okay, Leute, wir müssen es irgendwie schaffen, jetzt nach unten zu kommen und durch diese Türen zu kommen. Ich weiß nur nicht, wie wir die aufkriegen sollen. Okay, ist er da? Geh du mal vor. Geh du mal vor. Ich bin die ganze Zeit schon vorgegangen. Guck du mal, ob es safe ist, ob wir da lang können. Kommen wir nach unten? Können wir nach unten gehen? Ich hoffe, wir können nach unten gehen. Oh mein Gott, Leute. Wir gehen mal hier runter, Freunde. Aiden ist bei. Okay, Aiden ist da. Oh, warte, das ist eine gute Idee. Sehr, sehr gute Idee, Aiden. Warte mal. So, nein, nein, ich tanze. Oh nein, ich will nicht tanzen. Okay, jetzt sneaken wir. Jetzt sind wir. Jetzt kriechen wir hier gerade irgendwie runter oder sowas. Sehr, sehr gut. Das war die richtige Taste da, der Security-Mann. Okay, wir gehen jetzt hier ganz langsam am Security-Mann. Kriechen wir vorbei. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Aiden hat uns hier gerade geangelt, aus welchem Grund auch immer. Hör doch mal auf, Aiden. Was machst du denn da? Komm her, komm weg von dem. Aiden, komm weg, bitte. Bitte komm einfach her. Lass den Security... Oh nein, ich habe jetzt keine Lust mehr, Aiden. Also wirklich. Wir nehmen jetzt hier einfach so... Okay, wir kommen raus. Nein, nein, nein. Oh, das war zu kurz. Das... Okay, okay, okay. Wir sind raus. Wir sind raus. Aiden, komm raus, komm raus. Der hört das doch. Aiden, komm raus. Komm, 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 der hört das doch, der hört das doch. Hat er uns gehört? Oh nein, du hast ihn... Hast du ihn geangelt? Du hast ihn... Oh nein, weg hier! Aiden, komm weg hier, bitte, 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 lass uns einfach gehen, okay? Leute, wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Wir sind in die Schule eingebrochen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, das war ein harter Sprung gerade. Ich hoffe, die heutige Folge von Minecraft House hat euch gefallen. Wir machen uns jetzt ganz schnell auf den Weg nach Hause. Ich hoffe, dass wir nicht irgendwie Ärger bekommen dafür, dass wir in die Schule eingebrochen sind, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag. Und hasta la pasta!